Ganga Flundi Teni Orviri Dal A. Leute, willkommen zu Game Inc. Spielt Halo ODST Teil Nummer 5 mit dem Julian. Und wir sind wieder auf dem Weg zur Tankstelle. Nee, falsch. Auf dem Weg zu unserem. Ja. Oh shit, oh shit. Ich versuche da gerade so ein bisschen durchzustealthen. Gehen wir mal hier in den Visiermodus. Weil man kann hier eigentlich auch als Rookie ein bisschen die Gegner umgehen. In der Regel. So, der geht weg. Also, vielleicht ist hier oben. Oder ist über uns was? Ne, über uns ist nichts. Können wir... Hilfe! Help! Ach, Gott sei Dank. Ich hatte jetzt schon ein bisschen Angst. Wir wurden gesehen, oder? Nein, wir wurden nicht gesehen. Ja, Heidewitzka, siehst du was? Nein, ich sehe Ärger. Nein. Ja. Das Ding zeigt es ja relativ genau an. Ah, ich habe doch eine Pumpgun. Da lagen zwei Schuss. Oh, da ist ja noch so ein Spaßvogel. Jetzt wird's aber eng. So, zack, noch meinen Rücken geschlagen. So, ich mache hier auch noch kalt. Ich muss halt einfach sagen, dass das Ziel in Halo sehr präzise funktioniert. Das habe ich selten. Manchmal ist es... Also man hat ja immer so ein leichtes Auto-Aiming ja drin. Aber die schaffen das hier so zu machen. Hier bin ich jetzt genau am Nullpunkt. Jetzt gucke ich mich um. Ich gucke auch mal nach oben. Oben ist nichts. Ich würde ja behaupten, es hat irgendwas mit diesem Ding hier zu tun. Aber was soll man machen? Du hast mir aber jetzt, um ein bisschen von dieser Misere hier abzulenken, erzählt, du hast Lotto gespielt und hast nichts gewonnen. Hast das Geld aber schon verprasst. Was ist da los? Also in die kannst du notfalls auch verbieten, da kriegst du es wieder rein. In 20, 30 Jahren. Aber warte mal, vielleicht. Ach, der zeigt mir nur den Anfang dieses Gebiets an. Jetzt habe ich das verstanden, was der will. Jetzt entferne ich mich aber auch wieder. Das heißt, es könnte sein, dass wir hier in diesem Gebäude. Hier, das sieht doch gut aus. Kontrollpunkt erledigt. Okay, Detektiv. Keine Ahnung. Ist er so ein kleiner Sherlock Holmes, unser Neuling hier, ne? Tappt so einfach ein bisschen in der Stadt rum und kombiniert, was ist da geschehen sein könnte. Und ich weiß auch gerade ehrlich gesagt gar nicht, wo wir hier in der Geschichte sind, wie weit wir schon sind. Ich meine, wir spielen jetzt, das ist jetzt fünfter Teil, das heißt, das vielleicht nicht. Aber ich glaube, wir haben schon gut die Hälfte, könnte ich mir vorstellen. Wenn ich das noch richtig zusammen bekomme. Mickey! 90 Minuten nach Abwurf. Es wird auch immer später.
Und wir haben sogar rotes Blut. Meins. Meins ist ein Drecksloch. Rate mal, du Genie. Ah ja. Die Standardwitze aus der Arbeit. Hast du eigentlich Standardwitze? So, aus deinem neuen Arbeitsumfeld? Dann verschwinde von der Straße! Wartet auf mich! Deinem Vater? Okay. Ich dachte, bei so einer Ausbildung irgendwie noch zur Schule so. Achso. Ja, das heißt, du bist einfach am Frühstückstisch mit deinem Vater und dann gehst du schlafen. Ja. So kann es gehen, ne? Ja, das ist halt auch. Ja, und wie läuft denn das so ab? Ich finde es ja immer total spannend, wie andere Leute arbeiten. Vor allem so Berufen, die jetzt nicht so alltäglich sind. Also so ein normaler Bürojob. Finde ich eigentlich immer ganz interessant. Was hast du denn bis jetzt da so lernen können? Oder ist es bis jetzt noch so Brillenputzen an der Ultra-Dingens Ende? Ja. Oder kannst du jetzt auch mit Spüli richtig? Ist das dann manuell bei euch im Jargon? Hat man da Fachbegriffe in so Sachen? Analoges Reinigen? Versucht nur krampfhaft witzig. Achso. Ist das der korrekte Terminus, ja? Okay. So, Ultraschall ist dreckig. Alles von vorne machen. Jetzt aber zu dir. Weil du nicht immer nach dem Namen fragen musst, wie er denn überhaupt heißt. Ich kenne das ja selber, wenn man den Namen nicht kennt, dann fragt man auch nicht so viel. Und dann auch sich blöd darstellen will und immer sagen will, hey du da. Das ist aber politisch. Ich weiß nicht, wie man es retten kann, also. Deswegen sagen wir, wie es ist, ne? Ja, und was hast du denn bis jetzt so gelernt? Irgendwie was an Maschinen? Könntest du... Okay, wie funktioniert das zum Beispiel, Gläser zentrieren? Das ist richtig, damit kenne ich mich aus, weil ich habe auch Hornhautkrümmer. Also alles, was geht. Was Gläser auch sehr dick macht, habe ich mir gesagt. Okay. Race!
Das sage ich gleich deinem Vater. Hat er die Hauser? Soldat, steigen Sie ein und schießen Sie, sonst sind wir verloren. Gut, dass du dir jetzt einfach was ausdenkst. Sie werden es merken. Ist das schwierig, sage ich mal. Okay. Also muss man nicht so irgendwie begabt dafür sein, also wo man sagt, das kann aber nicht jeder. Ich verstehe. Deswegen. Schlecht zu wissen. Irgendwann brauche ich mal neue Gläser. Die sind halt eben nur so teuer, wegen, weil ich dann auf einem Auge eine Hornhautverkrümmung habe, meine ich. Und eine Stärke von 5 mittlerweile auf jedem Auge. Das geht. Das ist nett. Achso, die gibst du dann, hoffe ich. Ja, ich glaube für die jetzige Brille. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe die Brille, habe ich jetzt halt auch schon 3 Jahre, 4 Jahre. Die ist zwar etwas schlechter geworden, aber das ist minimal. Das ist noch nicht so, wo ich sage, oh, jetzt muss ich aber genau, kannst nicht lesen oder so. Sie ist schon ziemlich mitgenommen. Mittlerweile ist das Gestell wird bei mir so weiß. Da weiß ich nicht, woran das liegt. Das ist schon wieder diese Antenne da. Das kann sein. Wobei das Gestell eigentlich nicht so günstig war. Aber das muss ja nichts heißen. Aber ich würde wieder von der Form, finde ich die eigentlich ganz cool. Ich hatte ja sehr lange so eine Lamellose Brille. Eine rahmenlose Brille. Das ist aber auch ein schweres Wort. Ich habe mich verfahren. Wo muss ich hin? Siehst du, aber. Ich habe gelernt, man sollte das nicht im Geschäft machen, wo man auch seine Nummer 48 bestellt. Das sehen die nicht so gerne. Aber haben schon ganz leckeren Asiaten da bei uns in der Nähe auf der Schanze am Schulterblatt, wie die Straße heißt, die Kreuzung, ist schon ganz lecker dort, also für den Preis auch ordentliche Portion. Habe ich schon schlechtere Asiaten für den Preis. Soldat, fahren Sie durch die Sicherheitslinie. Gegessen. Ah, ja, kennt ihr das, wenn man einen Satz anfängt und merkt, man kommt aus der Nummer nicht mehr raus? Aha, was ist denn? Das wäre die andere Möglichkeit nämlich gewesen. Ich hätte schon schlechtere Asiaten für diesen Preis. Locker bleiben. Warten Sie, bis Sie in Reichweite sind. Ghost, Sie werden mich sehen.
Ich muss schießen. Ist ja auch ein Shooter. Oh, Bengis. Zack. Und noch einmal. Schade ist, dass man diese Fluggeräte nicht auch abschießen kann. Es gab ein bisschen viele Panzer am Start von denen. Ich fühle mich gerade ein bisschen benachteiligt. Aber freust du dich dann auf Rocket League morgen? Ja, aber ich glaube, das findet nicht statt. Buddy ist krank. Sind echt, also echt, entweder sind Moderatoren im Urlaub oder krank, habe ich so das Gefühl. Aber heute waren tatsächlich mal alle da, weil es kam jemand aus Köln, der hat so in ihr Abdrücke gemacht. Das sind dann also Kopfhörer im Ohr, wo dann die Regie Anweisungen geben kann, dass du das nicht immer über Lautsprecher machen musst. Ja, das macht schon echt Sinn. Das ist halt auch für den Zuschauer. Nicht, dass du immer die Regie hörst. Das ist nicht so professionell. Und wir haben da auch Kontakte, also. Oh shit, damit will ich eigentlich nicht ballern. Ja, also bringt schon was. Ich kann mir das schon ganz witzig vorstellen. Aber muss natürlich auch für jeden angefertigt werden. Ich sehe schon, nach einer Woche hat die jeder verloren. Ich kenne sie doch. Ist mir deutlich zu viel Volk. Oh nein! So, jetzt ist aber Schicht im Schacht, gehört hier oben da zu uns. Na super! Dort oben sind Munition und Waffen, na los, los! Aber es ist doch grün, die Wand. Helfen Sie Dutch, den Sammelpunkt zu verteidigen. Ja, dann machen wir das doch. Das kriegen wir doch noch hin in der Zeit. Ansonsten, ihr verpasst ja auch nichts. Ja, wird ja nichts weggeschnitten hier, ne? Außer... Alle Mann in Deckung! Das heißt nur so. Ich weiß, es ist gelogen, aber irgendwie müssen wir sie doch dran halten. Die Gegner halten ein bisschen zu viel aus hier manchmal. Wunderbar. This is how I like it. Das sieht gerade nicht so gut aus. Aber ich habe ja... Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Ich dachte, ich hätte eine Munition für die Panzerfaust. Das stellt mich vor einige Probleme, sage ich mal. Guck dir an, wie viele Gegner hier sind. Das ist viel so Kleinkram. Shit. Man kann aber auch nicht wegrennen. Boing. Sogar noch ein Fleck an der Wand. Okay, versuchen wir das nochmal. Ja, aber Leute, was machen wir denn da? Wir können ja so nicht... So kann man ja keinen Krieg führen, sage ich mal. Das tut weh, sagt er einfach.
Habt ihr schwere Waffen für den Raid? Nein. Nichts haben wir. Am Arsch sind wir. Und ich sehe schon, wir sind auch wieder an der Zeit aufzuhören. Und würde sagen, wir machen das auch. Ich drücke deswegen mal auf Start. Und sage kurz und knapp, das war's vom Julian und von mir. Schönen Dank fürs Zusehen. Das war Teil 5 von Halo ODST. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und wir sehen uns zu Teil 6. Auf Wiedersehen.